Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute Abend über Skype mit zwei Freunden eingefunden, die mir Unterstützung bieten in der Lesung und noch ein paar weitere Brüder und Schwestern, die vielleicht dazukommen, über Skype mit mir verbunden, um heute die 9. Lesung anzufangen von dem wundervollen Buch Herrscher des Bösen. Interessantes Wissen über Herrschaftsstrukturen, so ungefähr, oder nützliches Wissen, so heißt das. Ein Buch, das Bruder Stefan aus dem Englischen von Tapper Saucy vom, ich glaube 1999 ungefähr wurde das geschrieben und dann gegen 99, 2000, 2001 veröffentlicht, was er ganz übersetzt hat. Und Victor, der sich da unglaublich viel Arbeit mitgemacht hat, der Übersetzung noch den letzten Feinschliff zu geben und diese wundervollen Intro- und Outro-Videos zu Herrscher des Bösen gemacht hat. Ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn ich die gucke, ne, dann kann ich gar nicht anders, dann habe ich gleich Lust, mir die ganze Sendung anzugucken. Also das ist so ein tolles Intro und Outro. Dann nochmal ganz herzlich meinen Dank an Bruder Victor, wie er das hingekriegt hat. Muss man eben Talent für haben. Da meine Talente liegen woanders, die liegen nicht dabei. Aber auf jeden Fall möchte ich jetzt die beiden mal eben kurz begrüßen. Und dann gehen wir gleich in die Lesung, in das 4. Kapitel in diesem Buch rein und werden da anfangen. Also, herzlich willkommen, Viktor. Moin, moin, sag ich mal. Ja, moin, moin und ein herzliches Hallo aus dem ja doch heute recht sonnigen Hamburg. Und ja, vielen Dank für die einleitenden Worte von dir. Und ich habe jetzt auch nicht so viel auf dem Herzen. Von mir aus können wir dann auch gleich loslegen, bevor natürlich sich der Bruder Stefan auch noch mal kurz zu Wort meldet. Hallo Stefan. Ja, hallo und danke Viktor für die nette Einleitung. Ja, bei uns war es auch sehr sonnig heute. Und viel mehr habe ich jetzt erstmal auch zum Intro nicht zu sagen, außer dass ich mich freue, dass es gleich losgeht. Und in diesem Sinne möchte ich das Wort dann gern Jörg zurückgeben. Okay, und so wie ihr wisst, könnt ihr mich jeden Moment in meiner Lesung unterbrechen mit Kommentar oder Frage oder was weiß ich, dass ihr eben auch, so wie es beabsichtigt ist, da dran teilnehmt an der Lesung. Also, die Medici-Lernmethode lautet das Kapitel 4 in Buch Herrscher des Bösen. Gutenberg wählte die Bibel nicht unbedingt aus, um Gott damit einen Gefallen zu tun oder um an ihr seine Erfindung des Buchdrucks mit dem beweglichen Zeichensatz zu demonstrieren. Nein, sondern viel eher, weil er und sein Unterstützer Dr. Johannes Faust damit erwarteten, sofort astronomische Verkaufszahlen zu erzielen. Ich konnte mir nicht verkneifen, einen kleinen Kommentar dazu zu schreiben, in dem es heißt, sollte es hier einen Zusammenhang geben zwischen Goethes Faust und diesem Dr. Johannes Faust, dem Unterstützer des Erfinders des Buchdrucks? Eine interessante Denkspirale, die man da in Gang setzen kann. Nun, vor dem Jahr 1450 waren Bibeln so selten, dass man sie genauso vorsichtig behandelte wie Immobilienbesitzurkunden. Eine Bibel zu produzieren dauerte in Ermangelung des Buchdrucks ein knappes Jahr und kostete dann etwa das Zehnfache eines Jahreseinkommens eines wohlhabenden Mannes. Ich habe mal in einer anderen Veröffentlichung gelesen, dass es zwei Jahresgehälter einer normalen Haushaltsangestellten kostete, um sich damals eine Bibel leisten zu können. Zwei Jahresgehälter. Nun, Johannes Gutenberg beabsichtigte durch die erste Produktion eine Auflage der lateinischen Bibel des 6. Jahrhunderts, bekannt als die Vulgata, die Manuskriptkosten wieder einzuspielen. Dr. Faust verkaufte die Bibeln offiziell als handgeschriebene Ausgaben anstatt als Massenware an Könige, Adlige und an Kirchen. 1462 folgte eine zweite Auflage und wurde zum Preis von 600 Kronen in Paris verkauft. Seine Umsatzerwartungen haben sich jedoch nicht erfüllt und so senkte Faust die Preise zunächst auf 60 Kronen und später sogar auf 30 Kronen. Der Preisverfall brachte so viele Kopien in Umlauf, dass es den Kirchenbehörden nicht entging, dass die Bibelausgaben mehr oder weniger identisch waren. Eine solche außerordentliche Gleichförmigkeit, die als menschlich unmöglich angesehen wurde, brachte Faust die Anklage ein, die Bibel mit Hilfe von Magie hervorgebracht zu haben. Ich lag ja nun nicht so verkehrt mit meinem Dr. Faustus von Goethe vielleicht. Ja, sicher nicht, wenn wir noch eben weiterlesen, wo der Autor sagt, unter diesem Vorwand ließ sogar der Erzbischof von Mainz Gutenbergs Geschäft durchsuchen und das Vermögen und die Bibelkopien allesamt beschlagnahmen. Die rote Tinte, mit der die Bibeln verschönert wurden, wurde als menschliches Blut angesehen.
Faust wurde angeklagt, sich mit Satan verschworen zu haben und wurde daraufhin verhaftet. Über seinen Prozess findet man keinerlei Aufzeichnungen, was in Zeiten der Inquisition übrigens oft passierte. Darum muss man sich auch bewusst davon sein, dass es viel mehr Opfer gab, als aus den offiziellen Aufzeichnungen zu entnehmen ist. Das ist eine ganz wichtige Tatsache, die wir vielleicht mal eben berücksichtigen sollten, weil ihr wisst ja, dass ich inzwischen auch meine Videos veröffentliche von der Lesung von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Und das Buch ist unglaublich, unglaublich gut dokumentiert. Aber es ist eben vieles eben auch nicht dokumentiert. Nicht, weil der Autor es nicht dokumentiert hat, sondern weil damals während der Inquisition die Dinge überhaupt nicht dokumentiert wurden. Viele Leute, die Verbrechen, Ketzerei, Zauberei und so weiter angeklagt waren, wurden überhaupt nicht schriftlich festgehalten. Es wurde nicht jeder Mensch, der im Grunde angeklagt wurde von der Inquisition oder verfolgt wurde von der Inquisition, gefoltert wurde von der Inquisition und getötet wurde von der Inquisition, wurde nicht jeder notiert. Ja? Genauso wie das heute auch immer noch Leute gibt, die irgendwelchen, sage ich jetzt mal, Registrierungsvorfällen auf irgendwelche Arten und Weisen entgehen. Ob das jetzt zufällig ist oder aus welchem Grund auch immer passiert. Es gibt sehr, sehr viele undokumentierte Fälle. Und von daher, wenn wir in der Inquisition zwischen 50 und 500 Millionen Toten sprechen im Laufe der Jahrhunderte, dann sind 500 Millionen gar nicht mal so furchtbar übertrieben. Aber dann ist das eine sehr realistische Zahl, weil eben auch sehr, sehr viele undokumentierte Fälle da mit bei sind. Ja? Das wollte ich nochmal eben hierzu bemerken. Also, über seinen Prozess hier von Dr. Faust fand man bereits keinerlei Aufzeichnung. Unterdessen flohen die Buchbinder, die geschworen hatten, Gutenbergs Geheimnis des Buchdrucks, solange sie in seinem Auftrag arbeiteten, geheim zu halten, aus dem Gerichtsbezirk Mainz und eröffneten Druckereien unter eigener Leitung. Als dann auch die Papierherstellung Fortschritte machte, gemeinsam mit der Verbesserung beim Matrixschneiden und Zeichensetzen, begann die Verbreitung der Bibel im ganz großen Stil. Die meisten Ausgaben hatten die Vulgata als Grundtext. In den 10 Jahren nach dem Überfall auf Gutenbergs Geschäft in Mainz wurden weitere 5 lateinische und 2 deutsche Bibeln veröffentlicht. Weitere Übersetzer arbeiteten an Ausgaben für weitere Länder. Eine italienische Version erschien im Jahre 1471, eine böhmische in 1475, eine holländische und französische in 1477 und eine spanische in 1478. Auf die spanische kommen wir auch später nochmal zurück, wenn wir über Ignatius von Loyola sprechen, bei dem in seiner Hausbibliothek nämlich unter anderem auch eine Bibel stand, aber er gewählt hatte, sich anderer Literatur als der Bibel zuzuwenden, die bereits seit Jahrzehnten in seiner persönlichen Bibliothek zur Verfügung stand. Es gab sie eben seit 1478. Nun, so schnell wie sich unsere Generation, ganz sicher die Generation von 2019, von der wir heute sprechen, mit dem Computer oder heutzutage mit dem Smartphone vertraut gemacht hat, mal eben ein paar Ausnahmen nicht zitiert, wie ich zum Beispiel, ich gehe mit dem Smartphone nicht um, ich mag es auch nicht, wenn mein Telefon schlauer ist als ich selber, ich muss solche Dinger nicht haben. Aber der Punkt ist, dass so schnell wie sich unsere Generation und die Generation nach uns mit dem Computer und anderen neuen Kommunikationsmitteln vertraut gemacht haben und machen, genauso schnell lernte die Generation Gutenbergs die Bibel zu lesen. Und sorgfältige Bibelleser fanden schockierende Diskrepanzen zwischen der päpstlichen Auslegung von Gottes Wort und dem Wort selbst. Tja, wie kann das denn kommen? Wir hatten gerade eben gelesen, dass die meistgedruckte Bibel im Augenblick die Vulgata war. Die Vulgata ist eine lateinische Version, die basiert aber auf Übersetzungstexten, die aus Alexandrien kommen. Und diese übersetzten Texte sind Texte, die kommen halt aus der Bibliothek von Alexandrien, die übrigens irgendwann vor Christus abgebrannt war, und die das gnostische Wissen darstellt, also das Wissen der Menschheit. Und diese Bücher, diese, ich sag mal, Grundtexte, die dann der Vulgata-Bibel da zugrunde lagen, waren
beeinflusst von der Gnostik, also von menschlichem Wissen, und waren nicht von Gott eingegebene Schriften wie die wahren, bewahrten Texte, die, wie wir dann später lernen, unter anderem vom Neuen Testament aus Antioch kommen. Und wer da mehr darüber wissen möchte, der sollte sich unbedingt meine Videoserie anschauen, Die Bibel, korrekt oder korrupt. Das ist eine 10-teilige Serie, wo ich ein Büchlein von, wie heißt er wieder? Jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Gelesen habe jedenfalls und habe in 10 verschiedenen Videos gezeigt, dass es im Grunde 2 Textströmungen gibt, und zwar einmal eine korrekte und einmal eine korrupte. Und die Vulgata ist nun mal der Korrupten aus dem alexandrinischen Texten entsprungen, genauso wie der Textus Vaticanus und der Textus Sinaiticus. Und dagegen gibt es dann die richtigen Texte, wie den Textus Receptus und die wahren, bewahrten Texte aus dem Alten Testament, die masoretischen Texte, also das Koine Griek und das masoretische, hebräische und teilweise aramäische. Und die Leute haben jetzt vor allen Dingen auf einmal gemerkt, dass egal welche von den Bibeln jetzt im Grunde da zum Grunde lag, dass aber das, was die Priester jeden Sonntag von der Kanzel gepredigt haben, gar nicht mal in Einklang zu bringen war mit dem, was in der wirklichen Bibel stand. Weil die Priester haben natürlich noch ganz andere Dinge gepredigt. Und da kommt dann noch zu, dazu musste man Latein verstehen. Weil wenn man damals in eine Messe ging, dann wurde diese Messe nur stur in Latein gehalten. Ja? Es war verboten, Messen in der Landessprache zu halten. Da war ja unter anderem, wie ihr euch erinnert, Jan Hus schwer mit gegen die Wand gelaufen. Das hatten wir ja in Romanismus und die Reformation besprochen. Ich glaube, in mindestens einer Sendung. Dass Jan Hus ja auch unter anderem deswegen angeklagt wurde, weil er in Prag in seiner Bethlehem-Kapelle in Tschechisch den Leuten das Evangelium beigebracht hat, anstatt in Latein davon zu lernen. Aber selbst die Leute, die Latein sprachen, haben gemerkt, dass das, was der Priester auf der einen Seite sagt, also das, was die Lehre der offiziellen Kirche auf der einen Seite ist, etwas anderes ist als das, was Gottes Wort sagt. Selbst in dem verfälschten Gotteswort wird so etwas deutlich. Weil die Priester machen es ja noch viel schlimmer, als die Bibelverfälscher das gemacht haben. Ja? Das ist also ganz, ganz wichtig, dass wir hier eben verstehen, die Leute hatten jetzt auf einmal die Möglichkeit, selbst eine Bibel in der Hand zu halten und zu kontrollieren, ob denn die Dinge auch so waren, wie die Priester von der Kanzel gesagt haben. Das ist genau das, was in der Bibel bereits im Buch der Apostelgeschichte steht, bei den Beräuern. Die Beräuer haben jeden Tag in der Bibel gelesen und haben geschaut, ob die Dinge so waren. Das heißt, sie haben das, was in ihrem System ablief, gemessen an der Bibel und haben alles an der Bibel gemessen. Und so haben die Leute das damals auch auf einmal festgestellt und gesagt, hier in dieser Welt wird uns das und das gelehrt, aber die Bibel sagt das und das. Und dann steht man erstmal vor der Entscheidung, wem vertraue ich? Vertraue ich dem Herrn, meinem Schöpfer, der die Bedienungsanleitung für mein Leben geschrieben hat? Oder vertraue ich einem Menschen, der diese Bedienungsanleitung auf seine Art und Weise gerne auslegt und mir dann eine Bedienungsanleitung verkauft, die fehlerhaft ist und mit der ich mein Leben nicht so führen kann, wie mein Schöpfergott es von mir eigentlich will? Und das haben die Leute damals aufgrund dessen, dass es jetzt so im Verhältnis viele Bibeln gab, feststellen können. Ja, und was sie natürlich auch nicht kannten, war eben der Punkt, der vorher angeführt war, dass die Bibeln mechanisch hergestellt waren, nicht mehr mit der Hand, und von daher natürlich eine Bibel aussah wie die andere. Abgesehen davon natürlich, welcher Text jetzt zum Grunde liegt. Aber das Thema hatte ich ja gerade eben besprochen. Stefan und Viktor, wenn ihr eine Bemerkung habt zu dem, was ich gerade gesagt habe, dann meldet euch bitte gerne, ne? Zwischendurch, sonst lese ich jetzt weiter. Ich hätte jetzt nur noch hinzugefügt, dass, glaube ich, dass die Lesung mit dem über den Ebertshäuser, ne? Das Heftchen da. Rudolf Ebertshäuser, danke, auf den Namen bin ich gerade nicht gekommen. Ja, ja, ist richtig. Mir ging mal der Karl Olaf Rosenius im Kopf rum. Das war der von dem täglichen Seelenbrot. Nee, stimmt, Rudolf Ebertshäuser, ja, das war die Serie, ja. Richtig, danke dafür. Ja, gut, also,
So schnell, wie sich unsere Generation also mit dem Computer vertraut gemacht hat, genauso schnell lernte die Generation Gutenbergs die Bibel zu lesen. Und sorgfältige Bibelleser, das ist immer die beste Sorte, fanden schockierende Diskrepanzen zwischen der päpstlichen Auslegung des von Gottes Wort und dem Wort selbst. Im Jahre 1485 erließ der Mainzer Erzbischof ein Edikt zur Bestrafung von nicht autorisierten Lesern in der Bibel mit Exkommunikation, Konfiszieren der Bibeln und schweren Geldstrafen. Desiderius Erasmus. Ja, da muss ich doch mal eben sehen, da haben wir doch sicher auch ein Bild von. Habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber von Erasmus habe ich ein Bild hier. Dann nehmen wir uns den gerne mal eben damit bei, dass wir uns davon ein Bild machen können, wie der Herr Erasmus denn auch ausgesehen hat. Er ist ja nicht eine ganz unwichtige Person. Lebte zwischen 1466 und 1536. Der große Theologe der Renaissance forderte den Erzbischof direkt heraus, indem er 1516 die erste gedruckte Ausgabe des griechischen Neuen Testaments veröffentlichte. So, und hier muss ich nochmal eben stillstehen. Tut mir ja leid, dass ich nicht so schnell durch das Kapitel hier durchkomme. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Desiderius Erasmus hat den griechischen Text im Neuen Testament veröffentlicht. Das heißt, er hat den Originaltext veröffentlicht. Er hat das veröffentlicht, was wir heute den Textus Receptus nennen. Und seine erste Veröffentlichung war 1516. Nun, 1516 ist ein sehr wichtiges Jahr, weil ein Jahr später, 1517, Martin Luther 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg angeschlagen haben soll und mit diesen 95 Thesen das offenbar gemacht hat, was jeder im Grunde wusste. Nämlich, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche etwas anderes als das ist, was Gottes Wort sagt. Genau wie wir eben gerade auch gelesen haben. So, der Punkt ist, 1516 hat Erasmus zwar seinen Textus Receptus veröffentlicht, aber er hat bis zum Ende seines Lebens, 1536, verschiedene Ausgaben dieses Textus Receptus rausgebracht, weil er im Lauf der folgenden Jahre mehr und mehr Zugang zu anderen Originalskripten hatte. Ja? Und er konnte deswegen seinen eigenen Grundtext immer wieder verbessern. Er konnte ihn in der Hinsicht verbessern, dass, wo wir heute mit dem Textus Receptus stehen, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist ganz, ganz wichtig zu begreifen. Der Textus Receptus ist ein Text, der an über 5000 verschiedenen Dokumenten bewiesen ist, überall gleich zu sein. Wohingegen zum Beispiel der Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus, also das sind die korrupten, auf denen die Nestle-Aland-Texte basieren, das lernt ihr alles in Rudolf Ebershäusers Buchlesung von mir, die Bibel korrekt oder korrupt, wo die drauf basieren, die sind nur mit einigen Texten gleich. Die Textus-Receptus-Texte sind in über 5000 Fällen identisch. Ja? Und von daher ist das die Authentizitäts oder der Authentizitätsbeweis, den man für solche Dinge anholen sollte. Ja? Und Erasmus hat also 1516 seinen ersten Textus Receptus herausgebracht, hat aber bis zum Tode in 1536 noch weitere solche Editionen rausgebracht. Und das ist deswegen wichtig, dass wir verstehen, dass Martin Luther, der im Jahr Ende 1520, Anfang 1521 auf der Wartburg, hier im Bild übrigens, die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, auf Basis des Textus Receptus im Neuen Testament, weil Martin Luther hat ja erst das Neue Testament übersetzt, später erst das Alte, seine erste Übersetzung war das Neue, und das basierte auf dem Textus Receptus von Erasmus von 1516. Der war aber noch lückenhaft, nicht vollständig. Und von daher sind die ersten Lutherbibeln auch nicht 100% an den Textus Receptus angelehnt. Weil da, wo Martin Luther keinen Zugang hatte zu den Originaltexten, hat er zurückgegriffen auf die Vulgata. Und die Vulgata sind die korrumpierten römischen oder lateinischen Texte eben.
So, und das muss man eben verstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben diesen Punkt mal kurz besprechen. 1516 hat Erasmus zwar diesen Text veröffentlicht, aber er war nicht 100% komplett. Das ist erst im Laufe der Jahre mehr und mehr angewachsen, dass man später erst den ganzen Textus Receptus hatte. Und da sind dann so Bibeln drauf aufgebaut, wie eben zum Beispiel die König James Bibel, ja, die König Jakobus Bibel, die ich öfter erwähne, von 1611, aber zum Beispiel eben auch hauptsächlich im deutschen Sprachraum die Schlachter 2000. Großer Unterschied, wenn ihr mal wollt, vergleicht mal die Schlachter 2000 mit der Schlachter 1951. Ich habe die Schlachter 51 früher viel gebraucht, weil die mir besser erschien als die Lutherbibel. Aber im Verhältnis ist die Schlachter 51, die man als Textdokument bekommen kann, zumindest habe ich sie nicht anders gefunden, in einer schlechteren Übersetzung als die Schlachter 2000. Was eigentlich merkwürdig ist, weil die Texte, die 1951 zur Verfügung standen, sind dieselben, die 2000 zur Verfügung standen. Auf jeden Fall ist es so, dass auch da Diskrepanzen sind. Und deswegen ist eben manchmal eben auch eine Lutherbibel, selbst von 1545, die man so im Internet zum Beispiel finden kann, nicht 100% an den Textus Receptus im Neuen oder den masoretischen Originaltext im Hebräischen und Aramäischen angelehnt und eben teilweise fehlerhaft. Ja, kann passieren. Das wollte ich dann nochmal eben zufügen. Die erste gedruckte Ausgabe des griechischen Neuen Testaments war also nicht vollständig oder nicht 100% an das Original angelehnt, weil Erasmus einfach nicht alle Originaldokumente hatte. Nun, in seinem Vorwort klagte er die antibiblische Mentalität der römisch-katholischen Kirche mit folgenden Worten direkt an. Erasmus, der hier spricht. Er sagt, ich widerspreche vehement all denen, die behaupten, dass Privatleute nicht in den heiligen Schriften lesen dürften und sich dem Gedanken verweigern, die Schrift in die Sprache des einfachen Volkes zu übersetzen. Als ob entweder Christus so schwere Lehren gelehrt hätte, dass sie nur von wenigen Theologen verstanden werden könnten. Oder die Mehrheit der christlichen Religion liegt hierüber in Unwissenheit und Ignoranz oder Ignoranz. Ich wünschte mir, dass alle Frauen das Evangelium und die Briefe von Paulus lesen würden. Wären sie doch nur in alle Sprachen übersetzt worden, nicht nur in Schottisch und Irisch, damit auch Türken und Sarazenen die Möglichkeit hätten, sie zu lesen und die Wahrheit zu erkennen. Endet Erasmus sein Zitat hier. Als ob also entweder Christus so schwere Lehren gelehrt hätte, dass sie nur von wenigen Theologen verstanden hätten werden können, oder die Mehrheit der christlichen Religion liegt hierüber in Unwissenheit oder Ignoranz. Jesus Christus hat gesagt, bringt die Kinder zu mir, denn von ihnen ist das Königreich, von ihnen ist das Königreich Gottes. Die 1611 König Jakobus Bibel ist in einem Stil geschrieben, den man zwar heute als archäisch, also altenglisch und veraltet und so weit abtut, aber sie ist in einer Art und Weise geschrieben, ich persönlich finde es das schönste Englisch überhaupt, das ich je gelesen habe, dieses Altenglisch in der König-James-Bibel, aber sie ist vor allen Dingen geschrieben worden, dass jeder Fünftklässler sie verstehen kann. Ja? Aber die römisch-katholische Kirche will das nicht. Weil wenn man weiß, was Gott sagt, dann misst man das Wort Gottes an dem Wort des Menschen, vor allen Dingen dessen, der sich selbst zum Gott erhebt, der Papst. Und das darf natürlich nicht sein. Wären sie doch nur in alle Sprachen übersetzt, sagt Erasmus hier. Nicht nur Schottisch und Irisch, ja, damit auch Türken und Sarazenen die Möglichkeit hätten, sie zu lesen und die Wahrheit zu erkennen. Ja, eine schöne Aussage von Erasmus. Nun, der katholische Mönch Martin Luther, den wir hier links im Bild sehen, stürzte sich entgegen des Rates seiner Vorgesetzten in das Studium des Neuen Testaments von Erasmus. Er war schockiert über das Fehlen biblischer Legitimationen bei den meisten kirchlichen Traditionen. Von den sieben Sakramenten waren nur die beiden der Taufe und des Abendmahls auf der Bibel begründet. Tja.
ich gehe hier direkt in die Note rein, die ich gemacht habe. Ich lese gar nicht mal erst den Rest hiervon vor. Ich habe am Samstagabend noch eine Bibelstudie gehabt mit Bruder Tom Fress und Bruder Brett Norman aus Amerika und habe das, was ich jetzt euch hier in Deutsch vorlese, denen in Englisch übersetzt, weil es ging uns darüber, um das Sakrament zu sprechen. Ja, das Wort, das wir hier lesen, Sakrament, ganz, ganz wichtig. Behaltet das gut im Auge, weil selbst Martin Luther ist da noch in Fehler gegangen, was die Sakramente angeht. Der Punkt ist der folgende, und das werden wir jetzt eben mal lesen. Auch diese sieben Sakramente, die zwei, die Martin Luther übergehalten hat, sind keine Sakramente. Es gibt einen Unterschied zwischen Ordination und Sakramenten. Und hier folgt jetzt eine kleine Begriffserläuterung. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Ordination und Sakrament? Antwort: Die römisch-katholische Kirche, die östlich-orthodoxe Kirche und ein paar protestantische Konfessionen benutzen den Begriff Sakrament, um auf ein Zeichen oder Ritual von Gottes Gnade, welche einer Person zuteil wird, zu verweisen. Typischerweise gibt es in diesen Konfessionen sieben Sakramente. Behaltet vor allen Dingen das Wort Ritual im Gedächtnis. Ja? Die Taufe, heilige Kommunion, Firmung oder Konfirmation, also Bestätigung, Ehe, Priesterweihe, geistliche Weihen und Krankensalbung. Das sind die sieben römisch-katholischen Sakramente. Gemäß der katholischen Kirche gibt es eben diese sieben. Sie wurden durch Christus instituiert und der Kirche zur Ausübung übergeben. Sie sind für die Erlösung, Rettung, Heil und Seligwerdung erforderlich. Die Sakramente sollen ein Werkzeug der Gnade sein, die sie übermitteln. Die Bibel sagt uns im Gegensatz dazu, dass die Gnade nicht durch äußerliche Symbole erteilt wird und kein Ritual für die Erlösung notwendig ist. Die Gnade ist kostenlos und frei. Denke ich mal, dass das frei heißt hier. Ist ja komisch, warum der Text hier abgebrochen ist. Junges, wie kommt das denn? Das ist immer genauso groß. Vielleicht muss ich das hier ein bisschen kleiner machen oder was? Und frei. Ja, so heißt es auf jeden Fall. Komisch. Also. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung dem Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, ja, nicht durch Werke, nicht durch Sakramente, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. So kann man nachlesen im Titus, Kapitel 3, Verse 4 bis 7. Nun, eine Ordination ist einfach eine Anordnung oder angeordnete Zeremonie oder ein Ritus. Auch dieses Wort besprechen wir gleich noch näher. Protestanten und die evangelische Kirche sehen die Ordination als symbolhafte Darstellung der Botschaft des Evangeliums, dass Christus lebte, starb und von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist und eines Tages zurückkehren wird. Ordination stellt hier keine Voraussetzung für die Erlösung dar, sondern Ordination ist ein visuelles Hilfsmittel, um uns zu helfen, das, was Jesus Christus durch sein Erlösungswerk für uns erreicht hat, besser zu verstehen und schätzen zu lernen. Also mit anderen Worten, wir müssen nichts für unsere Erlösung tun, wir sind nur durch die Gnade gerettet, wobei gegen die Sakramente in der römisch-katholischen Kirche eben wichtige Werke sind, um diese Erlösung zu erreichen. Und hier steht ganz deutlich, Ordinationen sind ein visuelles Hilfsmittel, um uns zu helfen, das, was Jesus Christus für sein Erlösungswerk für uns erreicht hat, also wir erreichen für unser Erlösungswerk nichts, sondern er hat mit seinem Erlösungswerk für uns das erreicht, das besser zu verstehen und schätzen zu lernen. Ordinationen werden durch drei Faktoren bestimmt. Sie wurden durch Christus eingerichtet, sie wurden durch die Apostel gelehrt und sie wurden in der frühen Kirche ausgeübt.
Da die Taufe und Kommunion die einzigen Riten waren, die diese Kriterien erfüllten, kann es nur zwei Ordinationen geben. Keine davon ist eine Voraussetzung für die Erlösung und keine ist ein Werkzeug der Gnade. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und das ist eben der Punkt, wo Martin Luther immer noch im Fehler war. Ja? Er hat immer noch von Sakramenten gesprochen. Es sind aber Ordinationen. Und keine einzige Ordination ist Voraussetzung für die Erlösung, weil das Einzige, was ich an Voraussetzung für die Erlösung habe, ist die Erwählung durch den Herrn selbst. Dass ich erwählt werde, ich kann da gar nichts zu tun. Es ist ein Geschenk Gottes. Und keine Ordination ist ein Werkzeug der Gnade. Ordinationen werden im Allgemeinen als die Dinge, die uns Jesus lehrte, verstanden, die wir mit anderen Christen ausüben. Bezüglich Taufe sagt Matthäus 8, Kapitel 28, Vers 18 bis 20, Zitat, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Zur Kommunion, auch genannt Abendmahl, sagte Lukas im 22. Kapitel, Vers 19, und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Die meisten Kirchen üben diese beiden Ordinationen aus, obwohl viele vielleicht nicht auf sie als Ordination verweisen. Das kann man nachlesen in dem, auf der englischen Webseite gotquestions.org, aber da gibt es halt die deutsche Übersetzung. Und diese Webseite, da kann man viele biblische Fragen auch beantwortet kriegen, sogar in Deutsch. Die kann ich also jedem nur anraten, sich mal zu notieren. gotquestions.org und dann /deutsch. Dann kommt man da auf die deutsche Seite. Und so kann man sehr viel biblisches Wissen dort bestätigt bekommen. Die Seite ist mir schon oftmals eine sehr gute Hilfe gewesen. Unter anderem ja auch in diesem Artikel hier. Nun, in Blau lesen wir eben hier das, was ich angestrichen habe. Das tut zu meinem Gedächtnis. So, und jetzt kommen wir noch einmal zu dem großen Unterschied mit der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche hat in dem Konzil von Trient in 1545 bis 1563 eindeutig, einstimmig beschlossen und eine Verfluchung ausgesprochen, ein Anathema, gegen einen jeden, der die Kommunion, also das Abendmahl, praktiziert und annimmt und der das tut mit der Überzeugung und der Aussage, das im Gedächtnis an Jesus Christus zu tun und nicht in dem Verständnis der römisch-katholischen Transsubstantiation, über die ich ja schon so viel gesprochen habe und auch sicher in der Zukunft, vielleicht auch in diesem Buch noch an der einen oder anderen Stelle darüber sprechen werde, nämlich die Transsubstantiation ist die Wesensveränderung, die der römisch-katholische Priester mit den magischen Hokuspokus-Worten hoc est corpus enim meum, wenn er sie ausspricht, dass er durch diese Aussprache dieser Worte Jesus Christus aus dem Himmel in das Stück Brot verwandelt und dieses Stück Brot der Kommunion auf einmal der Leib, die Seele, das Blut, das Fleisch, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu Christi werden. Und zwar in Wahrhaftigkeit. Das muss man glauben. Und dann muss man diese Hostie essen. Also mit anderen Worten, man wird zu einem Kannibalen. Deswegen hießen die babylonischen Priester ja auch Kannibal. Kannibal, das kommt daher. Wenn ich also dieses Abendmahl praktiziere, im Gedächtnis an Jesus Christus, wie es in der Bibel deutlich geschrieben steht, dann bin ich von der römisch-katholischen Kirche verflucht. Jetzt muss jeder sich wieder selbst fragen, wem glaube ich? Dem Menschen, der ordiniert,
dass ich diese Wesensveränderung akzeptieren muss? Dem Menschen, der mir erzählt, dass ein geschöpftes Wesen den Schöpfer kreieren kann? Weil nichts anderes ist, das Herunterrufen von Jesus Christus aus dem Himmel in das Stück Brot. Das geschöpfte Wesen, der Priester, produziert den Schöpfer. Das müssen wir glauben. Viele andere glauben die abgeschwächte Form davon und glauben an die Evolution. Solche dummen Leute soll es ja auch geben. Es gibt ja Leute, die glauben alles. Ja? Es gibt auch Leute, die würden von mir eine Brücke auf den Mond kaufen. Aber wenn man zwei funktionierende Gehirnzellen hat, dann muss einem mit dieser Erklärung wirklich deutlich sein, Transsubstantiation kann nicht wahr sein. Okay? Und da geht es drum. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das sagt Jesus Christus selbst. Und die römisch-katholische Kirche sagt, jeder, der bezeugt, das zu seinem Gedächtnis zu tun, der sei anathema. Verflucht. Das Wort Sakrament, gehen wir ein wenig in die Etymologie, also in die Wortkunde, stammt vom kirchenlateinischen Begriff Sacramentum, das Heilszeichen, Heilsmittel, Heilsweg bedeutet, sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit. Davon stammt das Wort ab. Die lateinische Wurzel sacer bedeutet heilig oder unverletzlich. Das Wort Sacramentum wird in der Theologie als lateinische Übersetzung des griechischen Wortes mysterion, Geheimnis, neben dem latinisierten griechischen Wort mysterium verwendet. Das kann man nachlesen in dem Wikipedia-Artikel über Sakrament. Und dann nochmal über Rituale, deswegen sagte ich, behaltet das Wort bitte im Hinterkopf. Über Rituale gibt es auch noch Folgendes zu sagen, das kann man auch in Wikipedia nachlesen. Zitat, Rituale sind häufig im Bereich der Religion verankert. Das religiöse Ritual hat dem schwedischen Religionswissenschaftler Go Windengren zufolge eine enge Verbindung zum Mythos, Mysterium. Aha. Und ein Ritual ist im Grunde auch nichts anderes als eine Tradition. Und Jesus Christus hat damals gesagt, dass wir uns nicht an blinden Traditionen festgreifen sollen, sondern am Wort Gottes. So, das musste ich jetzt mal loswerden in diesem Kommentar. Gibt es da irgendwelche Fragen oder Bemerkungen zu, bevor ich weiterlese? Dann lese ich den Satz nochmal. Und zwar diesmal den ganzen Absatz. Martin Luther war schockiert über das Fehlen biblischer Legitimation bei den meisten kirchlichen Traditionen. Von den sieben Sakramenten waren nur noch die beiden der Taufe und des Abendmahls auf die Bibel begründet. Und das haben wir gerade festgestellt, sind auch keine Sakramente, sondern Ordinationen. Ordinationen sind keine Sakramente und hier lag immer noch ein Fehler von Martin Luther. Tom Fress hat einen wunderbaren Satz mal geprägt. Er hat gesagt, ein Mensch kann aus dem Katholizismus austreten, aber den Katholizismus aus dem Menschen zu kriegen, das ist eine andere Aufgabe. Sehr viel schwieriger. Wenn man sein Leben lang katholisch erzogen und gelebt hat, selbst teilweise ohne es überhaupt zu wissen, und da kommen wir später zu, wenn wir über Ratio Studiorum und solche Dinge sprechen in diesem Kapitel, dann ist es unglaublich schwer, diese katholischen Einflüsse noch wegzubekommen. Also Martin Luther ist damals aus der römisch-katholischen Kirche zwar ausgetreten, aber das heißt nicht, dass er allen Katholizismus, der sein Leben lang in ihn eingepumpt geworden ist, auch tatsächlich verworfen hat können. Ja? Also dieser letzte Satz ist im Grunde dann Quatsch, der hier steht. Die restlichen fünf Firmung, Absolution, Ordination, Ehe und letzte Ölung waren die Erfindungen von nachbiblischen Konzilen und Verordnungen. Es sind alle Sakramente Erfindungen von nachbiblischen Konzilen und Verordnungen. Ja, nicht nur die restlichen fünf, weil es gibt kein einziges Sakrament. Sucht das Wort Sakrament mal in der Bibel. Findet ihr nicht. Luther fand keine biblischen Grundlagen für das Zölibat von Mönchen, nee, weil Mönche und Nonnen sind auch nicht biblisch. Die Bibel spricht nicht davon, sich in Mauern einzuschließen sein Leben lang.
Er fand aber auch keine biblischen Grundlagen für Wallfahrten und die Verehrung von heiligen Reliquien. Nein, das Einzige, was er gefunden hat über Reliquien, das ist wahrscheinlich das zweite Gebot. Du sollst dir kein Abbild machen von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde und so weiter und so weiter und so weiter. Die Kirche aber lehrte, dass Gebete, gute Taten und regelmäßige Teilnahme an den Sakramenten den Menschen vor der ewigen Verdammnis bewahren würden. Tja, das ist also die typisch römisch-katholische Lehre, Erlösung durch Werke, nicht Gnade. Und die Bibel ist da voll von. Eben genau das, was die römisch-katholische Kirche hier lehrt, zu verwerfen. Und genau das Gegenteil zu lehren. Luther fand jedoch heraus, dass diese Lehre mit der biblischen Lehre im krassen Widerspruch steht. Ja, wenn ich erstmal das Wort Gottes in der Hand halte und es vergleiche mit dem, was Menschen lehren, dann kann ich ganz schnell diesen Menschen vorhalten, dass er lügt. Nach der biblischen Lehre kann nur eine Sache den Menschen vor den Konsequenzen der Sünde bewahren. Eine Sache. Allein die Gnade Gottes. Aber die explosivste Erkenntnis aus Luthers Bibelstudium war die biblische Haltung gegenüber dem Papsttum. Nirgendwo in der Bibel konnte der leidenschaftliche Mönch einen Hinweis darauf entdecken, dass Gott einen herrischen römischen Vikar ordiniert hätte, anstelle von Christus über eine gewaltige Ökonomie zu herrschen, die durch das Verkaufen von Rechten, Indulgences, Ablässe, finanziert wurde, Böses zu legitimieren. Jetzt muss ich mal eben das Bild von unserem Erasmus hier ersetzen mit einem Bild von Luther und höre natürlich inzwischen gerne zu, falls mir jemand eine Frage oder einen Kommentar stellt hier. Ansonsten werde ich mir eben kurz das Buch raussuchen, das Zitat raussuchen, Martin Luther, was er von dem Papst hält, und das Bild werden wir dann hier neben der Lesung einblenden. Das finde ich ein sehr schönes Zitat. Hier ist es und das können wir uns dann die nächsten paar Minuten während der Lesung anschauen. Diese sogenannten Rechte waren als Ablässe bekannt. Ablässe haben eine lange kirchliche Tradition und gehen zurück auf Papst Leo III., der diese im Jahr 800 bereits einführte. Sie wurden gegen Zahlungen von Münzgeld gewährt, welches von Papst Adrian I. im Jahre 780 geprägt und auch in Umlauf gebracht wurde. Ablässe entwickelten sich zu einer Art von Kreditwürdigkeitsindikator und stützten die Glaubwürdigkeit der Kirche und hatten somit eine ähnliche Bedeutung für die Kirche wie heute Staatsanleihen für Staaten und Länder. So gewährte im Jahr 1491 Antichrist Papst Innozenz VII. Den Deutschen gegen die Zahlung von einem 20stel Gulden mit dem 20-jährigen Butterbriefablass das jährliche Privileg, Milchprodukte auch während der Fastenzeit essen zu dürfen. Also, mit anderen Worten, für diejenigen, die es jetzt immer noch nicht begriffen haben, ein Ablass ist nichts anderes als gegen Zahlung von Geld an die römisch-katholische Kirche ein Verbot übertreten zu dürfen. Also mit anderen Worten, ich erkaufe mir Sünde oder noch besser, ich erkaufe mir, dass mir die Strafe der Sünde erlassen wird. Dass wir jetzt hier natürlich sprechen über Milchprodukte während der Fastenzeit essen zu dürfen, dass die römisch-katholische Kirche das verbietet, das geht dann wieder zurück auf Daniel, der ja bereits früher gesagt hat, dass der Antichrist verbieten wird, Dinge zu essen. Ja, das kann man im Buch von Daniel nachlesen. Da will ich jetzt gar nicht mal drauf eingehen. Aber die römisch-katholische Kirche lehrt, dass man während der bestimmten Fastenzeit keine Milch- und Butterprodukte essen darf. Und deswegen, also Milchprodukte, weil Butter ist ja auch Milchprodukt, also Milchprodukte. Und man kann sich eben davon, von diesem Verbot freikaufen, indem man da eben diesen 21stel Gulden bezahlt. Alleine das durch die Erlöse der Butterbriefe wurde, Alleine durch die Erlöse der Butterbriefe wurde der Bau der Brücke bei Torgau finanziert. Ja.
Das kann man nachlesen in Peter de Rosas wundervollem Buch Vicars of Christ. Roms Ablasswirtschaft war so umfangreich wie unser modernes amerikanisches Einkommensteuersystem. Und es baute genauso auf eine Haftungsannahme und auf die freiwillige, furchtsame Unterwerfung der Bevölkerung auf. Freiwillige Unterwerfung. Das ist es nämlich. Der Papst hat nämlich nur die Macht, die wir ihm freiwillig geben. Im Jahr 1515 gab Antichrist Papst Leo X. eine Ablassbulle heraus, die dem Käufer einen Freifahrtschein ins Paradies sichern sollte. Ja, jetzt muss ich hier leider Martin Luthers Zitat mal wegholen und muss mal sehen, ob ich hier nicht ein Bild von Tetzel dabei habe. Die Frage ist nur, unter welchem Stichwort. Ach, guck hier, Ablasshandel, da haben wir es gleich. Das war nämlich zur Zeit von Martin Luther übrigens. Das war der Inquisitor Tetzel, der durch die deutschen Lande zog und hier in dieser Schatulle seine Ablässe verkauft hat. Und der den Satz geprägt hat, wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Also, im Jahr 1515 gab Antichrist Papst Leo X. eine Ablassbulle heraus, die dem Käufer einen Freifahrtschein ins Paradies sichern sollte. Es sprach von jeder nur denkbaren Sünde frei. Von einem Fegefeuererlass für 25 Cent. Das nicht vorhandene imaginäre linke Fegefeuer, das aber die Münzen im Klingelbeutel der Ablassverkäufer klimpern ließ. Also, von einem Fegefeuererlass für 25 Cent bis zu einem so mächtigen Ablass, dass er selbst eine Vergewaltigung der Jungfrau Maria entschuldigen würde. Für eine Zahlung von 4 Dukaten erhielt man die Vergebung für einen Vatermord. Zauberei wurde für 6 Dukaten begnadigt. Hat man jedoch eine Kirche beraubt, musste man schon 9 Dukaten für eine Begnadigung locker machen. Sodomie, wenn man erwischt wurde, kostete 12 Dukaten. Die Hälfte der Einnahmen aus Leos Ablässen floss in einen Fonds, der den Bau des Petersdoms finanzieren sollte. Die andere Hälfte wurde zum Bedienen von Zinsen aus Bankkrediten verwendet. Bankkredite, die aufgenommen wurden, um die großartigen Kunstwerke und Architekturen zu subventionieren, mit denen seine Heiligkeit Rom als das kulturelle Zentrum der Renaissance etabliert hatte. Historiker verherrlichten Papst Leo X., dessen Vater, ganz zufällig, ja, der große Florentiner Bankier Lorenzo de' Medici war, indem sie das 16. Jahrhundert als das Jahrhundert des Leo X. anerkannten. Zu der Interpretation Leo X. im 16. Jahrhundert kommen wir auch in einem späteren Teil dieses Buches noch zurück, in einem der letzteren Kapitel, wo wir viel über die, ich nenne es jetzt mal kurz, eben Kabbalistik, also Zahlen und solche Dinge sprechen, wenn wir über das Siegel der Amerikaner kommen und so weiter. Als Kommentar hatte ich dazu gefügt, also dürfte es wohl als sicher gelten, dass Antichrist Leo X. durch Simonie an sein Amt kam. Was Simonie ist, das werden die meisten inzwischen wissen, die meine Videos schauen. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech, ich erkläre es jetzt nicht. Am 31. Oktober des Jahres 1517 protestierte Martin Luther formell gegen diesen Unsinn des Ablasshandels, indem er seine berühmten 95 Thesen an die Schlosstür in Wittenberg schlug. Das ist historisch nicht überliefert. Es ist nur überliefert, dass er sie am 31. Oktober 1517 veröffentlichte. Dass er sie auch öffentlich angeschlagen hat und ganz sicher an der Schlosstür oder Kirchentür oder was auch immer, das ist historisch nicht überliefert. Aber veröffentlicht hat er sie, und zwar zuerst in Latein. Ja. Die Kirche war angeblich im Besitz einer Locke der Jungfrau Maria, welches dem Besitzer 2 Millionen Jahre im Fegefeuer erließ. Die ganze Erde war zu dem Zeitpunkt 5.500 Jahre alt, aber ich kriege 2 Millionen Jahre im Fegefeuer erlassen. Ja. Luthers Thesen wiesen die Christen an, Jesus Christus nachzufolgen und mit dem Kopf voran durch Strafen, Verfolgung, Tod und Hölle zu schreiten, anstatt auf eine falsche Versicherung des Friedens von Ablasshändlern zu vertrauen.
Antichrist Leo wollte daraufhin Luther habhaft werden. Um dem zu entgehen, lebte Luther für 10 Monate im Exil auf der Wartburg unter dem Pseudonym Junker Jörg. Während dieser Zeit übersetzte Luther das griechische Neue Testament von Erasmus ins Deutsche. Und da habe ich ja gerade bereits erklärt, wie das mehr oder weniger zustande kam und dass das eben noch nicht das perfekte Neue Testament war. Trotzdem, seine Veröffentlichung versetzte Rom in die allerhöchste Alarmstufe. In seinem Buch Geschichte der Reformation erzählt uns D'Aubigne, dass die ignoranten Priester bei dem Gedanken erschauderten, dass jeder Bürger und nichtsnutzige Bauer in der Lage wäre, mit ihnen über die Auslegung der Gebote zu streiten. Da gibt es ein interessantes Zitat von William Tyndale. Das möchte ich euch mal eben zeigen. Tyndale, der ja in Vilvoorde hier bei Brüssel auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, hat diesen Satz geprägt. Das ist ein anderes Zitat von ihm hier. Hier, das ist das Zitat, was ich suchte. Tyndale hat dieses Zitat hier geprägt. If God spare my life ere many years, I will cause a boy who drives the plow to know more of the scriptures than you do. Das heißt auf Deutsch, wenn Gott mir noch viele Jahre meines Lebens hier auf dieser Erde ermöglichen möchte, dann werde ich dafür Sorge tragen, dass ein Junge, der den Pflug über das Feld zieht, mehr von der Heiligen Schrift versteht als du. Das hat William Tyndale einem römisch-katholischen Priester an den Kopf geschmissen. Weil Tyndale auf Basis der Übersetzung von Wycliffe eine englische Bibel zusammengestellt hat, die er dann hier aus Belgien hat verschiffen lassen nach England. Und leider ist er einem Spion auf den Leim gegangen, der ihn dann hier verraten hat. Und darum wurde er hier in Vilvoorde 1536 ermordet. Und seine Ermordung kann man auch in Bildern noch nachsehen. Hier zum Beispiel ist ein Holzstich aus der Zeit, wo dabei steht, William Tyndale wurde verbrannt auf dem Scheiterhaufen 1536 in Belgien, also in Vilvoorde, das ist bei Brüssel, oder ein Vorort von Brüssel. Und man soll ihm noch die Gnade erwiesen haben, dass man ihn erwürgte, wie man hier sieht, bevor man den Scheiterhaufen angezündet hat, dass er also nicht bei lebendigem Leibe verbrannt wurde, sondern dass er vorher erwürgt wurde. Und es ist überliefert, dass er gesagt haben soll, wie hier steht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, Lord, open the King of England's eyes. Herr, öffne dem König von England seine Augen. 1536, ein Jahr später, hat der englische König Heinrich VIII. Dafür gesorgt, dass die englische Bibel in der englischen Sprache in jeder Kirche ausgelegt wurde. Das sind solche Momente, da möchte ich gerne aufhören mit einer Lesung, weil da kommen mir die Tränen in die Augen. Aber wir fahren noch ein paar Minuten fort. Nun, zwischenzeitlich verstarb Antichrist Papst Leo X. Und der neue Papst, Adrian VI., kritisierte seinen Vorgänger vor dem Nürnberger Reichstag hart. Er habe den Stuhl von Petrus missbraucht, indem er geistliche Angelegenheiten pervertiert und die Gebote Gottes übertreten habe. Er habe somit die ganze Kirche pervertiert. Wieder ein Auszug aus Peter de la Rosas Werk. Überraschenderweise verstarb dann Papst Adrian VI. Kurz nach seiner Aussage über Leo X. Zum Vorteil des Kardinals, der sich die ganze Zeit mit dem Fall Luthers beschäftigte. Eines weiteren Medici, Leos 10. Cousin ersten Grades, Giulio de' Medici. Er wurde neuer Papst unter dem Namen Clemens VII. So wie Papst Leos Verdorbenheit Luthers Leidenschaft anspornte, genauso sollte Clemens VII.'s Verschlagenheit den kirchlichen Umgang mit dem Problem der Bibelverbreitung und des Protestantismus anspornen. Antichrist Clemens VII. Wurde persönlich von dem geheimnisumwitterten
Niccolo Machiavelli beraten, dem Vater des bekannten Werkes Modern Political Science, also moderne politische Wissenschaft. Das kann man auf dieser Seite hier auch noch nachlesen. Und Kardinal Thomas Wolsey, Erzbischof von England. Machiavelli als auch Wolsey waren beide der Meinung, dass sowohl der Buchdruck als auch der Protestantismus zu Roms Vorteil verkehrt werden könnten, indem man den Buchdruck ebenfalls dafür einsetzte, um Literatur zu produzieren, die die Bibel in Misskredit durch Verwirrung, Herabsetzung und letztendlich Marginalisierung bringen sollte. Kardinal Wolsey, der später die Christkirchenuniversität in Oxford gründete, bezeichnete dieses Projekt als, Zitat, to put learning against learning, also Lernen gegen das Lernen stellen. Da geht es darum, dass man eben das Lernen aus der Bibel gegen das gnostische Lernen der Menschenwissenschaft, Pseudowissenschaft stellt. In ganz kurzen Worten gesagt. Da der Druck nicht verhindert werden kann, ist es am besten, das Lernen gegen das Lernen zu etablieren und alle Personen in den Streit mit einzubeziehen, um die Laien zwischen Angst und Kontroverse zu halten. Dies wird sie höchstens auf ihre Vorgesetzten und Lehre aufmerksam machen. Zitiert in Lord Herberts Leben von Heinrich dem VIII. Nun, ich möchte noch mal kurz auf einen Satz hier in dieser Fußnote, die der Victor hier dankbarerweise mit zugefügt hat, eingehen. Da der Druck nicht verhindert werden kann, ist es am besten, das Lernen gegen das Lernen zu etablieren und alle Personen in den Streit mit einzubeziehen, um die Laien zwischen Angst und Kontroverse zu halten. Wir kommen im Kapitel 9, glaube ich, auf eine sehr tiefe Diskussion oder eine sehr tiefe Lesung über zwei päpstliche Enzykliken. Das eine ist Miranda Prausus von 1958 und das andere ist Inter Mirifica von 1963. Und diese beiden päpstlichen Enzykliken besagen ganz deutlich, dass die römisch-katholische Kirche es als ihr Urheberrecht ansieht, alle Medien zu besitzen. Hier lesen wir bereits, dass da der Druck nicht verhindert werden kann, man eben dafür sorgen muss, dass man die Dinge druckt, die die Leute dann eben lesen wollen. Dass sie die Dinge, die die Kirche nicht will, dass sie lesen, die Bibel, noch lesen. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt beinahe keinen wichtigeren Punkt in diesem ganzen Buch. Und das meine ich wirklich. Ich kenne das Buch ja sehr gut. Es gibt beinahe keinen wichtigeren Punkt als das Lernen gegen das Lernen, das von den Jesuiten dann durch die Ratio Studiorum perfektioniert wurde. Es gibt keinen wichtigeren Punkt als diesen, der in dem ganzen Buch genannt wird. Weil dieses Lernen gegen das Lernen ist genau das, was wir heutzutage in unserem Leben erleben. Das ist genau das, was wir ständig mitmachen, wenn wir in der Schule, und zwar in der Grundschule, Mittelschule, Hochschule, Abitur, Fachhochschule, Universität und in allen anderen zugänglichen Lerninstituten, dass wir alles lernen. Alles! Außer das wahre Wort Gottes. Und das ist Lernen gegen das Lernen. Wir werden vollgestopft mit allem möglichen Wissen aus dieser antichristlichen Welt, anstatt uns um Christus und seine Aussage und seine Lehren bekümmern zu können. Das ist Lernen gegen das Lernen, meine Lieben. Ja, da geht es darum, dass wir alles lernen, außer das, was Gott will, was wir lernen. Dass wir ja unseren Gott nicht kennenlernen. Dass wir ja nicht in die Möglichkeit kommen, eine persönliche Beziehung zwischen uns und unserem Erlöser aufzubauen. Das sind die Auswirkungen des Lernen gegen das Lernen. So was von instrumental wichtig zu verstehen. Ja. Da werden wir dann auch in der nächsten Lesung noch drauf eingehen, nachdem wir einen Ausflug gemacht haben in ein extra PDF, das ich gerne hier nochmal eben zeige, über Niccolo Machiavelli. Er ist, wie gesagt, der Vater der modernen Politikwissenschaft, ja,
Und das wurde hier recherchiert von einem sicheren Thomas de Mitchell. 6 Seiten, ein extra PDF, in das wir reingehen, das Viktor, herzlichen Dank nochmal hier an dieser Stelle dafür, wunderbar übersetzt hat. Und dann werden wir eben diesen Niccolo Machiavelli, der Berater des Antichrist Clemens VII. War, nächstes Mal näher kennenlernen. Damit kann ich dann heute mit einem guten Gewissen die Lesung von heute beenden und gebe dann gerne abschließend noch das Wort an meine Brüder Stefan und Viktor. Und zwar in der Reihenfolge. Stefan, bitteschön. Ja, vielen Dank, Jörg. Ja, ich bin, ich bin etwas sprachlos gerade. Aber was mir jetzt noch viel gebracht hat, war die Zusatzinfo, die du zu den Sakramenten gebracht hast. Fand ich nochmal sehr, sehr gut, den kleinen Ausflug aus dem Buchhaus. Und des Weiteren hätte ich noch einen Punkt, den hätte ich eigentlich zwischendurch anmerken sollen, aber ich denke, das passt immer noch ganz gut rein. Und zwar zu den Ablässen. Ich weiß nicht, ihr kennt ja mit Sicherheit diese kleine Legende über den Tetzel, wo ja. Er einen Ablass verkauft hat. Und den wollte ich ganz gerne zum Schluss noch anbringen, weil ich den ganz toll finde. Wenn er ihn jetzt schon kennt, dann sei es mir verziehen, aber den würde ich gerne zum Schluss noch mal anbringen. Bitte. Und zwar gab es eine Legende über diesen Tetzel, dass er einen Ablass verkauft hat an einen Bürger, der sich halt dafür interessiert hat, eine besondere Schlechtigkeit auszuführen, die er plante. Und zwar wollte er einen Raubüberfall an einem wohlhabenden, reichen Menschen durchführen und hat dafür einen Ablass bei dem Herr Tetzel gekauft. Und später wurde dann der Herr Tetzel selbst ausgeraubt von diesem Mann. Und das habe ich neulich gelesen und fand ich ganz, ganz köstlich, diese Geschichte. Und da konnte er natürlich den guten Mann nicht mehr verklagen, weil er hatte ja schriftlich den Ablass von ihm. Und, Ironie des Schicksals nennt man sowas, glaube ich, ne? Genau, und also es ist jetzt genauso wie die Ablässe, die Thesen, die Luther angeblich an die Tür geschlagen hat, ist jetzt nicht historisch so überliefert, aber angeblich hat es trotzdem stattgefunden. Aber es ist halt keine wirkliche Quellenangabe dazu. Ich habe es jetzt jedenfalls neulich gelesen, ich fand es so köstlich und wollte ich anbringen. Du hattest vorhin aber so einen guten Flow drauf, da wollte ich dich jetzt nicht drin abwürgen und deswegen jetzt am Ende diese kleine Anekdote dazu. Gut, in diesem Sinne würde ich das Wort gern weitergeben an Viktor. Ja, vielen Dank. Ich bin auch doch ziemlich doch erfreut über die Früchte, die wir da zusammengebracht haben. Da ich jetzt auch mal so einen Moment habe, wo ich dann auch mal das so ein bisschen mehr mir auch noch mal zu Gemüte führen kann, in aller Ruhe schön von Jörg vorgetragen, hat's ja auch noch mal immer irgendwie doch noch was für sich. Und ich denke allgemein zu der Lesung heute gibt es doch vielleicht noch so das ein oder andere anzumerken oder vielleicht fragt sich ja auch der eine oder andere auch, warum hat sich denn damals auch, ich sag mal, trotz dessen, dass der Luther eine Bibel veröffentlicht hat, die ja doch noch einen gewissen Grad an Sauerteig in sich trug oder in sich trägt, aber dass die Menschen nicht letztendlich auch nicht, ja, wie du ja sagtest, Jörg, auch das Wort Gottes einfach nicht erkannten. Ich denke, das liegt auch immer so ein bisschen, ja, wenn wir uns das dann mal zu Gemüte führen, das versuchen wir zu analysieren, so die öffentliche Wahrnehmung. Sicherlich, da spielen ja auch dann so Dinge rein, die du erwähnt hast, wie zum Beispiel, dass die Bibel nicht für jeden erschwinglich war und dass viele ja letztendlich damals zu der Zeit ja immer noch in dem Glauben oder diesem Glauben aufgewachsen sind, also in dem Aberglauben der römisch-katholischen Kirche. Und ich sag jetzt mal, die listigen Kunstgriffe des Teufels haben immer irgendwie dafür gesorgt, dass die Menschen immer diesem Aberglauben wieder verfallen. Sei es jetzt dadurch, dass zum Beispiel Druck ausgeübt wurde mit Exkommunikation und ja, wir wissen ja zu der Zeit, Verfluchung, dass
wenn man exkommuniziert wurde, dann war man ja auch quasi so vogelfrei. Ja. Und es war dann immer rechtens, dass man dann quasi auch ja um die Ecke gebracht wurde. Ne? Martin Luther hat 25 Jahre vogelfrei überlebt, ne? Nur mal eben so zur Information. Ne? Ja, ja. Er wurde 1521 exkommuniziert und ist 1546 erst gestorben. Ne? Ja, und ich denke, da ist es auch nochmal, da kann man das, glaube ich, auch nochmal ganz gut sehen, dass es dann, dass das sicherlich ein Faktor auch war, dass halt viele immer wieder gedacht hatten, naja, ich werde sonst eventuell auch nicht erlöst oder ne, wenn ich jetzt nicht mein Sakrament irgendwie erhalte und das ist die Macht der römisch-katholischen Kirche, ja, dass sie die Leute dieses glauben lässt. Und dass sie eben wirklich meinen, dass sie diese Sakramente brauchen. Ja, das ist ja gerade das Schlimme dabei, Bruder. Ja, diesen Griff, den die römisch-katholische Kirche hat auf diese abergläubischen, diese einfältigen Menschen, sage ich es mal. Weißt du, diese Menschen, wo ich zu Anfang gesagt habe, da, wo ich da im Carrefour stand, ne, in dem Supermarkt und der nicht gehen wollte, wenn der Computer ihm nicht anzeigt, an welche Kasse er gehen soll. Ey, denk doch mal selber für dich. Das konnten die Leute damals nicht, das können sie heute noch viel weniger. Ja, ja und noch ein weiterer Punkt, der dann hinzukommt, den wir auch nochmal gut durchleuchtet haben, das war dann ab dem Zeitpunkt, wo, ich sag mal, der Buchdruck kommerziell wurde, ja, da hat der Teufel wieder dafür gesorgt, dass er dann auch mit dem Lernen gegen das Lernen, mit dem Prinzip oder mit der Methode dann auch wieder das Wort Gottes in der öffentlichen Wahrnehmung ja, weniger erscheinen lässt. Ne? Ja, sagen wir es mal so in den Worten. Ich weiß genau, was du sagen willst, aber ich drück's mal so aus. Der Teufel hat dafür gesorgt, dass Harry Potter öfter verkauft wird als die Bibel. Ja, eben. Oder dass die Menschen zumindest sich damit mehr auseinandersetzen. Das ist das Ergeben. Lass es das gedruckt sein. Das kann ja alles ne, irgendwie publiziert irgendwo werden, wenn es keiner anfasst. Ja, ja. Und jeder sagt, nee, interessiert ja nicht. Ist dann, ne? Aber eben, das hat irgendwie ne, in vielerlei Hinsicht, hat das dann immer dafür Sorge, oder hat der Teufel dafür Sorge getragen, auch dass ja eben die Menschen eben nicht zum Wort Gottes finden. Und das bis heute, ne, Bruder? Das bis heute, ne? Ich wollte gerade sagen, und das bis heute, und wenn wir die Entwicklung ja auch sehen, damals hat eine Bibel, zwischen Anführungszeichen, sag ich mal, für so einen Laien oder Normalsterblichen so viel gekostet, also das, ne, das war ja schon dann fast eine Lebensaufgabe, irgendwann mal sich so eine Bibel abzusparen vom Mund. Und heute kriegst du das kostenlos, sag ich mal, ne, hinterhergeworfen, zwischen Anführungszeichen. Mhm. Also wir sehen da auch eigentlich, dass wir eigentlich auch im Grunde ja wahrscheinlich in einer sehr glücklichen Lage uns das auch schätzen sollten, dass wir ja jetzt so gut Zugang haben und auch teils dann, ja gut, das ist jetzt nicht jedem möglich, die mit der englischen Sprache da das so gut zu beherrschen, aber ja, wenn man dann natürlich auch mal eine King James Bibel dann noch daneben legen kann, neben eine Schlachter 2000, dann ist das, denke ich, ja, für einen bibeltreuen Christen auf jeden Fall ein Idealfall, sage ich jetzt mal aus dem deutschen Sprachraum. Und ja, kann ich mich dann auch nur, ja, sage ich mal, freuen auf die nächste Lesung mit euch und ja, sag an der Stelle dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tja, ich hätte ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass ich so wenig zum eigentlichen Thema komme heute mit dieser Lesung, aber ich muss sagen, ich merke jetzt schon, dass ich in dieser Buchlesung Herrscher des Bösen auf Deutsch viel tiefer auf Dinge eingehen kann, als ich das damals in meiner englischen Lesung gemacht habe. Nicht, dass ich mir das irgendwie vorgenommen habe, aber es ist der Geist, der natürlich auch in mir heute anders arbeitet als vor ein paar Jahren, weil ich wusste damals noch nicht, was ich heute weiß. Ich habe ziemlich viel dazugelernt in der Zwischenzeit. Und das kann ich alles mit meinen deutschsprachigen Brüdern und Schwestern jetzt so teilen. Und das macht mir unglaublich Mut und unglaublich, es bereitet mir unglaublich viel Zufriedenheit, innere Zufriedenheit, dieses Wissen mit euch so teilen zu können. Und wenn diese Lesung, auch wenn dieses Buch vielleicht 50, 60, 70, 80 Videos dauert, es ist mir vollkommen Wurst. Es kommt darauf an, was drin gesagt wird. Tom Fress liest zum Beispiel im Augenblick History of Romanism von John Dowling. Ein Buch von knapp etwas über 600 Seiten. Er ist auf Seite 450 und hat über 170 Lesungen von 55 Minuten bereits getan.
Ja? Also man kann in manche Bücher sehr, sehr tief eingehen. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Lesung Herrscher des Bösen genauso tief darauf eingehe, weil dann macht sich das auch bezahlt, dass Bruder Stefan und Bruder Viktor sich so tief reingekniet haben und dafür gesorgt haben, dieses Buch zu übersetzen. Und ganz besonders Bruder Viktor mit den ganzen Extra-Übersetzungen, dem habe ich jetzt gestern nochmal 12 Seiten extra aufs Auge gedrückt für ein anderes Kapitel, um das auch noch zu übersetzen, wo wir dann ganz, 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 ganz tief in die Geschichte der Carrolls eingehen, der Carroll-Calvert-Familie. Ich kann euch sagen, wenn euch das Buch bis jetzt gefallen hat, dann müsst ihr ganz sicher dranbleiben. Es wird euch noch so viel mehr gefallen, was alles noch kommt. Wir sind erst in Kapitel 4. Ich dachte normalerweise, Kapitel 4 könnte man in einer Lesung locker durchziehen. Habe ich damals im Englischen auch gemacht. Na, wir sind noch nicht mal in der Hälfte des Kapitels und haben noch das Extra von Machiavelli, das wir uns nächstes Mal antun möchten. Deswegen möchte ich mich für die Unterstützung von Bruder Stefan und Bruder Viktor heute bedanken. Und ich möchte mich bedanken für die Zuschauer, die so treu diesen neuen Kanal entdeckt haben und diese neuen Videos von Herrscher des Bösen ordentlich verfolgen. Ich möchte jeden weiterhin auch bitten, diese Videos weiter zu verteilen. Sie sind absolut urheberrechtfrei. Und auch das Buch, sobald es in meiner Bibliothek auf archive.org erscheint, auch das Buch nicht nur selber runterzuladen, sondern auch diesen Link des Buches dann zu verteilen, dass viele, 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 viele Menschen nicht nur die Erkenntnis haben, die wir hier aus der Gründungsgeschichte Amerikas gewinnen, sondern vor allen Dingen die Erkenntnis gewinnen über die Geschichte der Jesuiten, die hier wieder anders dargestellt wird, mit anderen Worten, anderen Beispielen gebracht wird, wie Tapasaurus es bringt, als zum Beispiel Theodor Griesinger das gebracht hat, von dem ich ja auch in total, ich glaube, über fast 70 oder 80 Videos gemacht habe, in dem sein Buch auf dem zweiten Kanal. Es ist so eine unglaublich interessante Geschichte und es wird selbst Brüdern wie Stefan und Viktor hier und da auf einmal sagen die, oh, da habe ich ja jetzt gar nicht mitgerechnet, dass solche Dinge nochmal ankamen. Das war interessant zu hören. Selbst Leute, die schon so fest in der Schrift stehen, lernen immer noch Dinge damit zu. Und da geht es uns darum, euch wahre Geschichte beizubringen und wirklich nützliches Wissen über die Herrschaftsstrukturen zu vermitteln und zu begreifen, warum wir in einem Reich des Bösen leben und wie wir überleben können, nur durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Und deswegen lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.